Komm, wir gehen weiter. Ich glaube nicht, dass da was war. Bad idea. We get out of here through reception and then Merc Tactical clean it up. If they get here in time, we need help now. If we get them on the radio, the National Guard could be here with it. We don't even know the radio works. It's shortwave. If the prison's got electricity, they've got signal and the lights are on. Markov has it under control. Yeah, I noticed. We need to get to that radio. Outside help doesn't come without outside attention. You want responsibility for every legally shaky thing you did on the Merkov company payroll? I know I don't. It's too late to worry about that. This just has to stop. You're scared. You're not thinking straight. Let me make something clear. You try the radio outside for help. I'm gonna give you a whole new secret to be scared of. Are you threatening me? Yes. Okay, die haben, ja, ne, also, ne. Der eine will das, die will die jetzt hier unten noch retten und der andere, ja, will einfach nur abhauen. Aber das ist ja in so einem. Bleibst da. Alter, ist auf einmal so ein. Da ist auf einmal so ein Schlumpf da, ey. Den habe ich ja gar nicht erst gesehen. Alter, ich krieg gerade mega Gänsehaut. Boah, was ist das? Zu. Was da forschte? I was. I'm a patient like you. Stole these clothes from a dead body I found. You gotta get me out of here, please. Just push the button, open the door. We can get out of here together. War wieder so Riesenwämser. Ich bleib jetzt mal hier drin, ne? Ich weiß nicht, ob da jetzt wer. Ich hatte einfach zu viel Schiss, für das jetzt anzugucken. Okay, er hat es wohl rausgeschafft, aber hier ist Blut gerade. Ich weiß nicht, ob das gerade auch schon da war. Batterie haben wir. Oh nein! Wo soll ich denn da hin? Wer hat gerade gesagt, wo ich da hin soll? Du Scheiße. Ja, sehr lustig. Muss ich jetzt den ganzen Scheißweg wieder zurück oder war jetzt da hinten eventuell jetzt die Tür, die vorher. Okay, alles klar. Ich glaube, ich weiß, dass ich dahin muss. Yeah.
Batterie. Okay, Knöpfe. Das ist natürlich eine sehr nette. Ja, sie ist auf dem matschigen Kerl rumgelaufen. Exit, ja, genau. Wir dürfen jetzt natürlich. Da geht's raus. Wieso dürfen wir nicht raus? Das kann auch nicht wahr sein. Eieieiei. Wieso? Wir haben's auch immer schwer. Da was zum Lesen und. Gesammeltes Dokument auf J. Okay. Okay. US bekommen. Betreff Rücktritt aufgrund mentaler Gesundheit. CC 88208. MS Grant. Es ist möglich, dass Sie in den nächsten Wochen von einer MS Lisa Park, also Mrs. Okay. Mr. war, glaube ich, MRS. Aus Ledil kontaktiert werden, welche um einige Informationen über den Rücktritt und die Einweisung ihres Ehemanns Waylon bitten wird. In diesem Fall leiten Sie diese Bitte an mich persönlich weiter. Mr. Park. Mrs. MRS, keine Ahnung, vielleicht habe ich das ja gerade irgendwie verwechselt. Beratervertrag 8208 trat aufgrund einer bisher nicht diagnostizierten physischen Erkrankung zurück. Ich habe MS Lisa Park und ihre Söhne persönlich besucht und habe ihnen diese Information mitgeteilt. Natürlich mit den Hoffnungsschimmer, dass Murkoff Psychiatrik großzügigerweise die Behandlung übernimmt. MS Park hatte einige weniger freundliche Worte über mich und über die Murkoff Corporation zu sagen. Und ich versicherte ihr, dass sie mit einer Handlungsvollmacht die Diagnose des Arztes, die Krankheit ihres Mannes betreffend, anfechten könne. Würde dann allerdings aufgedeckt, dass er unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zurückgetreten sei. Dann würde die Krankenversicherung aufgehoben und die Familie müsste sich mit einer nicht zu verachtenden Summe Schulden auseinandersetzen. Ich hoffe, sie hat verstanden. Sollte sie allerdings darauf bestehen, zu einer Pflege zu werden, oder sollte sie versuchen, mich zu umgehen, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich möchte mich um diesen Fall persönlich kümmern. FS Jeremy Breyer. Okay, das ist also dann die Frau, von der, wo wir die erste Akte hatten, die dann versucht halt, ihren Mann da wieder rauszuholen, zu befreien, ne? Weil wir halt so mit abgebrochenen Examen, was auch immer, ja, was zu sagen hatten. Diese Scheiß liegen. Es hört aber auch nicht auf, ey. Ich hab. So, kannst du mir mal sagen, wie wir jetzt hier rauskommen, Norbert? Okay, dann drück halt da nicht. Da kann man das rein, nur rein, um was zu lesen. Bin ich aber gekommen. Da war einer drinne. Wie komme ich denn? Wir hatten doch vorhin noch Schuhe an. Ach so, ja, das haben wir uns ja alles weggenommen. Komisch. Okay. Kann man nicht irgendwo hochklettern oder sowas?
tricky jetzt. Okay, da können wir auch nicht rein. Aber was mit unseren Batterien? Haben wir nicht mehr viele. Ja. Entschuldigung, Alter. Ja, ne? Also, okay. Wir scheißen auf den Laden. Ich entschuldige mich auch nicht. Hier ist ein Empfang und da werden lauter Fässer gestapelt. Geil! Nase juckt. Moment. Okay. Ja, Frage ist, wo kommen wir denn jetzt lang? Na. Von 10 Batterien, okay. Kann auch nichts drücken. Er sagt, ist aktiv. Was schreit denn der die ganze Zeit so? Ach du scheiß Fliege, nicht immer vor mir rum, du dummes Stück Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß nicht, ob er hier an dem, wo der Wagen ist. Warum brüllt er denn die ganze Zeit? So was stimmt denn mit dem nicht, ey? Ach, wir können hier hoch. Okay, ich habe da irgendwo was gesucht, wo wir hoch können. Mann, Mann, Mann. Okay, jetzt geht's hier wieder runter. Ah, okay. Alter, wieso brüllen die alle? Der atmet so laut, man hört ja gar nicht was. Der Typ ist schrecklich, ey. Der hat Nerven wie ein Gummiseil. Okay, da ist ein Schrank. Können wir da rein? Zum Verstecken. Ja. Können auch da drüber springen, das heißt wieder nichts. Das heißt ja nichts Gutes, glaube ich, das Gefühl. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich trau mich gar nicht. Ich trau mich gar nicht. Ich hab so Angst gerade. Noch die Scherben auf das. Diese Musik, ey. Da also rein. Ja, ja, scheiß Batterien, ey. Wo war hier der Schrank? Hier rüber da. Da war der Schrank.
Leichenschmaus. Hat einer Hunger auf Blutorange, wollte ich jetzt weiter sagen, aber Scheißliga, hau ab, Mann. Das sieht irgendwie aus wie aus so einem, aus so einer Serie da. Highlander oder irgendwie so ein. Alter. Okay, das haben wir gut gemacht. Ich bin da vorbeigeschlichen. Ist der jetzt da drin oder ist er nicht da drin? Scheiße. Ja, ich habe mich etwas kleiner gemacht auf der Webcam, deswegen sieht man im Hintergrund da das von der Cam, die wir benutzen, also er hier benutzt. Ich hab's geschafft. Ich glaube, ich sicher. Kannst du hochklettern? Ich komme, Cooper. Ich muss nur abschließen. So, ich komme. Warte. Okay, wir können hochklettern. Was? Diese Tür muss von der Handschelle befreit werden. Ja, und Krematorium. Ach herrje. Okay. Das heißt also, wir müssen darüber. Und um irgendwas zu suchen. Ja. Als wenn mir das jetzt gefallen würde. Man kann auch hier wieder hoch retten. Ja, okay. Es war klar, dass dazu ist. Das heißt. Gar. Hörst du auf, krieg dich mal wieder ein. Der hat überhaupt zu atmen. Was ist los mit dem? Das nervt.